Hallo und herzlich willkommen zu diesem Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Heute mache ich mal was ich noch nie gemacht habe, nämlich ein Reaction Video. Und zwar hat mir ein Zuschauer geschrieben, ich soll mir doch mal anschauen, von mir relativ egal, warum ich meinen Tesla zurückgegeben habe. Ich muss gestehen, ich kenne sie nicht, obwohl sie 542.000 Abonnenten hat. Ich bin ja auch ein alter Mann. Alright, Mirella, los geht's. Wir kennen das alle. Manchmal macht man einfach einen Fehlkauf. So zum Beispiel kauft man sich irgendein schönes Sommerkleid, probiert es vielleicht an. In der Umkleidekabine denkt man sich schon, wann werde ich das jemals tragen? Also da muss ich ja schon einhaken. Wir kennen das alle. Manchmal macht man einen Fehlkauf. Ja, eigentlich schon lange nicht mehr, weil ich denke eigentlich immer ziemlich lange nach, bevor ich irgendwas kaufe. Sehr, sehr lange. Also ich glaube, das ist schrecklich, bis ich mich mal entschließe, was zu kaufen. Das meiste Mal, wenn ich shoppen gehe, kaufe ich hinterher nichts. Deswegen wollte ich euch heute erzählen, warum ich mir einen Tesla gekauft habe, den eine Woche hatte und ihn dann wieder zurückgegeben habe. Jetzt wird gemeckert, denn heute ist der Meckermontag. Mirellas Meckermontag, da darf man das. Okay, also erstmal gut, sie sagt, es ist Meckermontag, das heißt, es geht darum zu meckern. Das finde ich auch immer mal gut, wenn man das mal gleich von vornherein sagt. Letztes Jahr war ein gutes finanzielles Jahr für mich. Es lief gut, ich habe viel gearbeitet und ich dachte mir, komm, da belohnst du dich mal. Und wie macht man das heutzutage? Natürlich sich mit materiellen Sachen belohnen, die man eigentlich nicht braucht. Wir kennen es aber alle. Ich esse, um Frust zu beseitigen, esse ich. Aber dass ich mir Sachen kaufe, um mich zu belohnen, weiß ich, muss immer meine Frau fragen, glaub nicht. Als ich Kind war und ich mich als Erwachsenen gesehen habe, dann habe ich mir immer gedacht, Mirella, irgendwann wirst du natürlich in einem dicken Auto fahren, in einem SUV, steigst da aus, wirst du rumfahren. Und das war mein Lebenstraum. Und ist das wirklich ein dicken SUV fahren? Ist das ein Lebenstraum? Ist das euer Lebenstraum? Schreibt es mal in die Kommentare. Und das ist auch das große Problem, was, glaube ich, vor allem wir Deutschen haben, dass wir unser Auto als etwas sehr Emotionales sehen. Ich sage dazu, das ist ein Problem, weil wenn wir uns den Klimawandel anschauen und Nachhaltigkeit anschauen, ist es nicht nachhaltig, dass jeder Deutsche ein eigenes Auto besitzt, wo 6 Personen im Idealfall noch reinpassen, die aber eigentlich immer nur alleine damit rumfahren. Das ist mir völlig bewusst und ich weiß auch, dass ein Elektroauto an sich nicht die Welt retten wird. Das müsst ihr jetzt aber in dieser Geschichte ein bisschen hinten anstellen, weil es geht gerade um eine sehr irrationale Entscheidung, die ich euch irgendwie versuche zu erklären. Dann bin ich eben im Oktober in den Tesla-Laden spaziert, habe mir das mal angeguckt und habe dann online auch noch gesehen, es gibt ja diese Supercharger, wo man eben schnell sein Auto aufladen kann, sein Tesla. Und da gab es noch bis Sonntag, dass man lebenslang umsonst dort sein Tesla aufladen kann. Wenn man bis Sonntag noch so ein Auto kauft. Nächsten Tag bin ich wieder in den Tesla-Laden gegangen, habe mich weiter umgeguckt, habe dann das Model X ein bisschen genauer angeschaut. Und es hat ja diese Flügeltüren, ne? Diese Batman, coolen, ich weiß nicht, ob es irgendwas mit Batman zu tun hat, aber diese Badass-Flügeltüren. Dann gehe ich zu dem Mitarbeiter und frage, so kann ich die mal, können wir das mal runterfahren, damit ich sehen kann? Er so, nee, leider nicht. Das ist ja jetzt gerade im Showroom-Mode. Da kann man die Türen nicht zusammenfahren. Und dann nicht so, okay, aber sie können das doch bestimmt einstellen, dass sie es einmal machen können, weil ich würde es mir halt echt gerne mal angucken. Nee, das geht in dem Showroom-Mode, das geht leider gar nicht. Ich so, okay, naja, wenn ich mir den dann kaufe, hoffe ich mal, dass es dann... Ja, sehr schön. Ja, mir ging es gestern ja so oder vorgestern auf der Gamescom mit dem Mercedes EQC, dass ich den Kofferraum vorne, den es überhaupt nicht gibt, und den Kofferraum hinten nicht aufmachen konnte, weil das Ding im Showroom-Mode ist. Also prinzipiell kann das schon sein, dass es so einen Mode gibt. Auf der anderen Seite, wenn man sich einen Tesla X kaufen will, dann will man auch sehen, wie das mit den Flügeltüren ist, weil das ist ja ziemlich genial, dass die da so, ja, die wissen, ob rechts oder links was ist und fahren entsprechend hoch, soweit ich das weiß. Ich meine, ich bin auch aus dem Laden raus und bin später nochmal dran vorbeigelaufen, gucke rein und sehe, wie diese Türen gerade runterfahren. Diese Flügeltüren, die ja nicht runtergehen, weil die im Showroom-Mode sind, gehen plötzlich runter, weil, wer war natürlich da? Ältere Leute, die nach mehr Geld aussehen, weil sie einfach nur älter sind und mehr Zeit hatten, wahrscheinlich Geld zu sparen, ich weiß es nicht. Das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, Kundenservice funktioniert ganz... Mal kurz, als älterer Leute... Ist eine Interpretation, aber Mirella, du weißt schon auch, die Interpretation ist deine Wirklichkeit. Es kann gut sein, dass es so ist, aber du hast gedacht, das liegt daran, dass sie älter sind und nach mehr Geld aussehen. Es kann ganz unterschiedliche Gründe geben. Es kann sein, dass der ältere Herr zum Beispiel unverschämt geworden ist oder den bedrängt hat oder dass er besonders charmant war oder dass er ihn kannte oder aus irgendeinem Grund, einem anderen Grund, der nichts damit zu tun hat, dass er älter war.
Ich habe das Ganze natürlich auch mit kühlem Kopf ganz, ganz oft durchgerechnet gehabt. Also wirklich extrem oft. Und kann ich mir das leisten, jeden Monat diese Finanzierungsrate zu zahlen, bla bla bla. Aber innen drin war immer so ein beklemmendes, ungutes Gefühl. Also einfach ein Bauchgefühl, was nicht so mit den Zahlen übereingestimmt hat. Hab dann aber mich eben kurzfristig entschieden, ich muss diese Lifetime Free Supercharging muss ich mitnehmen und bis Sonntag bestellen. Hab ihn dann bestellt, das war wie gesagt, glaube ich, Oktober. Hab mir dann als Liefertermin den Februar ausgesucht. Da muss ich mal kurz sagen, ehrlich gesagt ging mir das ganz genauso. Es gab bei mir auch einen Moment, als ich das Ding schon bestellt hatte und dann nochmal telefoniert habe. Und bei mir war es so, dass dadurch, dass ich das Modell gewechselt habe, ich von 7.500 auf 1.500 Supercharger runtergefahren bin. Und die am Telefon, die war so unfreundlich, weil ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und ich habe das doch bestellt. Und sie sagt, doch, das ist leider so, habe ich keine andere Möglichkeit. Und sie, ja, sie müssen keinen Tesla kaufen. Das war so ein Moment, da kann ich sie verstehen, da dachte ich auch, jetzt im Ernst, ich soll jetzt 50.000 Euro ausgeben und du sagst mir am Telefon, man muss ja keinen Tesla kaufen. Das ist so ein bisschen wie, früher hat man erzählt, wenn man zur Deutschen Bank gegangen ist und hat gesagt, würde gerne 10.000 Euro anlegen oder Mark damals noch, dann hat man so gesagt, dass die von der Deutschen Bank dann gesagt haben, schauen Sie mal da drüben, ne, da ist die Volksbank, da gehen Sie jetzt mal hin mit Ihren 10.000 Marken. Und so kam es mir damals ein bisschen vor. Also da habe ich auch einen Moment gezögert, muss ich zugeben. Da kann ich sie verstehen. Gehen also einige Monate. Es ist Februar. Natürlich kommt der Tesla nicht im Februar, sondern ich habe ihn dann im März endlich ausgeliefert bekommen. Februar ist auch ein kurzer Monat, ne? Das kann man, also der ist so schnell vorbei. Dann ist schon wieder März. Dieses komische Gefühl ist besser geworden, aber es hat mich nicht so ganz verlassen. Dann bin ich eben zur Abholung gegangen ins Service Center in Düsseldorf. Da war ich pünktlich da, habe mich mega gefreut. War mit einer männlichen Begleitperson da und habe schon von Anfang angemerkt. Also ich wurde eher so ein bisschen ignoriert und so, es wurde eher mit dem Mann gesprochen. Hallo, ich bin diejenige, die dieses Tesla gekauft hat. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Verkäufer sich an den Mann gewandt hat. Ich vermute, dass so ein leicht sexistisches Rollenbild bei sehr vielen Autoverkäufern vorherrscht. Also vor allem, wenn ein Mann und eine Frau kommen und sich ein Model X kaufen. Ich könnte mir vorstellen, wenn es ein Model 3 gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich mit ihr gesprochen. Das ist natürlich nicht richtig. Ich vermute, dass das nicht nur ein Tesla-Verkäufer so machen würde, sondern ganz bestimmt ein Audi-Verkäufer mit einem A6 vielleicht oder ein Mercedes-Verkäufer mit einem AMG. Ich glaube, da würde dir ganz genau das Gleiche passieren. Wäre mal ein Test wert. Vielleicht wäre das mal das Video. Ich versuche einen Audi A6, einen AMG von Mercedes und keine Ahnung, einen BMW 5er zu kaufen. Und dann hatte ich den und ich glaube so nach 3-4 Tagen und ich gucke auf die Tesla-Website und die Preise sind über Nacht für den Neuwagen bei dem Model X um über 20% gesunken, also von ungefähr 120.000 auf knapp unter 100.000 Euro. Das heißt, ich hatte über Nacht 20.000 Euro direkt verloren. Man weiß ja eh, wenn man... In diesem Moment hätte ich angefangen zu rechnen. Was bedeutet lebenslanger Supercharger und ist das mehr oder weniger als 20.000 Euro? Und dann hätte ich mir überlegt, ob ich das Ding einfach zurückgebe und neu bestelle. Also Tesla-Preise sind gesunken, meine Stimmung auch gesunken. Ich war den ganzen Tag so unfassbar sauer. Ich war nicht nur sauer auf Tesla, ich war sauer auf mich. Ich war sauer auf die Person, die mir die Nachricht verbreitet hat. So, wie kannst du das mir nur sagen? Ich wollte mich gerade gefreut über meinen Tesla. Jetzt bin ich so sauer. Deswegen habe ich dann einen Widerruf eingelegt. Ich habe einen Brief geschrieben, das per E-Mail auch verschickt. Und mir war das natürlich super unangenehm. Mir war das super peinlich. Aber wisst ihr, was halt wirklich peinlich gewesen wäre? Wenn ich mich getraut hätte, für mich irgendwie einzustehen und einfach den zu behalten, um nichts zu sagen. Das wäre peinlich. Ja. Genau. Ich finde das gut. Ich finde, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann kann man sowas machen. Ich finde auch, das solltest du dann so tun. Sagen wir mal so, bei mir ist es so, dass ich mir so lange überlegt hatte, dass es richtig ist und hatte auch letztendlich so die möglichen Schwierigkeiten durch die Videos und durch die Community eigentlich schon antizipiert. Also ich wusste, es kann sogar sein, dass Tesla irgendwie droht, pleite zu gehen. Ich wusste, der Service ist wahrscheinlich nicht besonders gut, war er auch nicht im Zusammenhang mit dem Verkauf. Meine Vorbereitung von diesem Kauf war so langfristig vielleicht die Entscheidung so gereift, dass mich das dann eigentlich nicht mehr umhauen konnte. Auf der anderen Seite, also diese 7 Tage Rückgaberecht, die hatte ich schon auch auf dem Schirm. Also ich habe sogar extra das
Model 3 vorher gemietet, mal für ein Wochenende und nicht Probe gefahren, damit ich nicht von 7 Tage auf 1 Tag Rückgaberecht rutsche. Ich bin aber ehrlich gesagt ziemlich stolz auf mich, dass ich das dann doch selbst in die Hand genommen habe und selbst geregelt habe. Ich habe sehr viel dazugelernt. Zum einen, dass Tesla für mich aktuell keine Option ist, einfach weil ich keinen Bock habe, dass mir nochmal sowas passiert. Hat aber eine gute Story für ein Video gemacht, auch für meine Freunde. Viele kennen diese Story, glaube ich, noch gar nicht, weil es mir wirklich so unangenehm ist. Es ist mir auch ein bisschen unangenehm, so über so viel Geld zu sprechen. Vielleicht habt ihr mich jetzt in einem ganz anderen... Oh mein Gott, sie hat sich mal einen Tesla gekauft! Ja, aber jeder Hans Wurst kann sich eigentlich jedes Auto kaufen. Du musst dann halt nur sehr lange, sehr hohe Raten zahlen. So, das heißt, so eine dicke Karre zu haben, sagt im ersten Moment erstmal gar nichts darüber aus, was für einen Status irgendwer hat. Und an sich sollte man eh sich nicht an Statussymbolen seinen eigenen Wert festmachen. I know that. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was euer Fehlkauf war. Ich bin gespannt, ob ihr mit dem Tesla mithalten könnt. Vielleicht ist es auch ein Gesichtsöl oder ein Kleid. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und schickt es gerne an eure Freunde, die sich auch mal einen Tesla kaufen wollen. Vielleicht ist es eine kleine Inspiration. Liebe Grüße an wen auch immer. Tschüss. Sehr schön. 401.000 Aufrufe, 23.000 Likes. Jetzt hast du 23.001. Interessante Geschichte. Ich finde es erstmal gut, dass es die Möglichkeit gibt, es zurückzugeben. Ich hätte mir nie ein Model X gekauft. Ich würde sagen, sie könnte einfach mal überlegen, soll man Probe fahren? Keine Ahnung. Ein i3 in Smart vor Elektro oder sowas oder auf die neuen VWs warten oder sich ein Model 3 kaufen. Das könnte eigentlich für sie doch ziemlich gut passen. Dann hat sie 50.000 Euro weniger gezahlt. Das reicht ja dann auch. Tja, das war mein erstes Reaction-Video. Ich fand es spannend. Vielen Dank für den Hinweis auf dieses Video. Kommentiert gerne, ob ich sowas mal wieder machen soll. Gebt mir ein Abo und ein Like und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad.